Süßchen, hier raus. Moment, haben wir den nicht schon fertig? Oh Scheiße. Ich glaube, den haben wir schon fertig. Ja, den haben wir schon fertig. Also, Kommando zurück. So. Illum haben wir schon fertig, oder? Ich stehe noch auf Illum. Aber es sind keine Quests mehr vorhanden. Nö, ich habe nur noch Zyost. Falls Sie das Aroma von alderanischem Nektar riechen, liegen Sie recht. Ich habe das Umlöschen darauf programmiert. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Zyost. Dann habe ich noch Zersplitterte Allianz und Knight of Fallen Empire. Terrorschan möchte mit dir sprechen, benutze bla bla. Verfolgt mal den Quark mal. Hä? Missionskonsole? Oh nein, welche waren das schon wieder? Jetzt gerade, oder? Ich bin gerade erstmal bei der Flotte, damit ich zu meinem Schiff komme. Wir treffen uns auf Zyost. Ich bin schon auf dem Schiff, aber ich suche gerade diese Konsole. War das die hier? Das ist Intercom. Was für eine Konsole? Steht da, benutze die Missionskonsole deines Schiffes. Ah, ich glaube, ich weiß, welche das ist. Das ist eine, die auch nehmen könntest. Diese da. Zyost, Mission annehmen. Da ist noch Osus drinne. Wendepunkt. Belagerung der Jedi-Warnung. Durch den Beginn dieser Mission werden automatisch alle vorherigen Story-Missionen abgeschlossen. Wobei für alle die offenen Entscheidungen. Blablabla. Ich sprich mit Lana. Wer ist Lana? Da gibt's ein Gleit. Da gibt's einen Gleiter. Cool. Ich mach erstmal das hier. Zyost-Mission annehmen. Republikanischer Codename Aurek Nen. Hey, endlich! Teron, ist alles in Ordnung? Ich würde mal sagen, negativ, Jedi. Ich bin in imperialem Raum über Zyost. Ich wollte heimlich landen und meinem Bodenteam helfen, aber ich habe die falschen Freigabecodes benutzt und meine Schilde halten nicht mehr lange durch. Bringt euch erstmal in Sicherheit, dann können wir reden. Nein, ihr müsst hören, was ich zu sagen habe. Ich habe Berichte erhalten. Durchgedrehte Soldaten, Sklaven und Zivilisten, die unter Beschuss stehen. Ich hatte eine Vermutung, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich habe ein verdecktes Team losgeschickt, um der Sache nachzugehen. Aber es ist alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube, er ist es, der Imperator. Ich bin da so schnell ich kann. Haltet durch, Teron. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich schicke euch die richtigen Freigabecodes und die Koordinaten, um meinen... Bin getroffen. Werde versuchen, dieses Ding zu landen. Sucht nicht nach mir. Ich bin... Teron! Teron, meldet euch! Okay. Jo, Lautstärke passt so weit.
Mission abgeschlossen. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Beschädigten Gegenstand nicht verkaufen. Oh, löschen. So. Leben Sie wohl. Warst du nicht gerade eben noch auf Flottendings? Ach, du warst ja. Du warst sie schon mal, oder? Darum möchte ich in deine Gruppe. Schon gewundert, warum bist du schon wieder so schnell mit dem ganzen Schnatteridatsch anhören? Nö, ich hatte keins. So, hab den Einladung geschickt. Ich laufe nur deinen Lakaien und kämpfe. Hast du den Planeten schon komplett durch? Nö, ich glaube 2 oder 3 Quests, ich weiß es nicht mehr. Ich brauche Postdings. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Wo muss ich denn hin? Hier. Nun denn. So, ich muss da rein. Lang. Ich kann eure Anwesenheit spüren, Bichette. Mein kleines Insekt. Zweifellos wieder hier, um ein wenig zu schwirren und zu flattern. Drum und Kas, der Yavin-Mond. Anscheinend ist es euch immer noch nicht klar. Nichts, was ihr tut, könnte mich aufhalten. Aber das ist schon in Ordnung. Euch zu sehen ist wie ein Besuch bei einem lange vergessenen Freund. Irgendwie freue ich mich sogar, dass ihr hier seid. Ihr werdet Zeuge des Untergangs einer ganzen Welt, falls ihr lange genug überlebt. Ah.
schnell. Er ist weg. Ich kann. Endlich. Noch mehr von euch? Ich sollte mich wohl geschmeichelt fühlen. Dann haben mich meine Sinne also doch nicht getrogen. Ihr seid es wirklich. Lana Beniko. Ihr gehört hier nicht hin, Jedi. Ihr hättet nicht kommen sollen. Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich habe euch vermisst. Ich versuche, eine riesige Katastrophe zu verhindern und dabei den mächtigsten Geist in der ganzen Galaxis aus meinem Kopf herauszuhalten. Ich kann jetzt nicht daran denken. Dieser Jedi, der nicht bei klarem Verstand war, er gehörte zum sechsten Prinzip. Das sechste Prinzip? Nie davon gehört. Das ist ein Team von Jedi-Kommandos, das insgeheim für den SID arbeitet. Sie folgen ihrem eigenen Zusatz zum Kodex der Jedi, daher auch der Name. Es gibt keine Überlegungen, nur Pflicht. Toller Standpunkt, solange sie auf eurer Seite stehen. Entschuldigt bitte die Störung. Ich habe einen Suchdroiden zu der abgestürzten Fähre geschickt, Ministerin Beniko. Sie ist leer. Agent Kovac, das ist der ehemalige Verbündete, den ich erwähnt hatte. Im Moment wollen wir alle dasselbe erreichen, also würde ich vorschlagen, dass wir zusammenarbeiten. Er hat euch Ministerin genannt. Ja, das hat er. Wir wissen, dass Teron Shan in der Fähre war. Und wir wissen auch, dass er maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass das sechste Prinzip auf sie aus ist. Bis jetzt hat Teron nur dafür gesorgt, dass unsere Probleme noch größer werden. Hoffentlich bleibt es nicht weiterhin so. Teron ist hier, um den Imperator aufzuhalten, genau wie ich. Vichiet ist nicht unser Imperator. Nicht mehr. Wie ihr selbst gesehen habt, ergreift Vichiet von immer mehr Soldaten und Sith-Besitz. Sein Ziel ist immer noch die Vergrößerung seiner Macht. Agent? Die dunkle Seite ist stark auf Siost. Mit den Ressourcen des Außenpostens kann der ehemalige Imperator die Schutzlosen hinschlachten, um sich selbst zu stärken. Je mächtiger er wird, desto mehr Leute kann er kontrollieren. Er wird weiter töten, bis nichts mehr übrig ist. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich werde überall gebraucht. Und zwar gleichzeitig. Ich habe mich sowieso schon zu lange aufhalten lassen. Agent Kovac hat einen Plan, der helfen sollte, das Blutvergießen einzudämmen. Baby, ich brauch dich auch. Aber erstmal hinterher gucken. Nach den Ereignissen von Yavin wurde ich hierher geschickt, um den Sith-Geheimdienst zu infiltrieren. Ich arbeite für Teron Shan. Es war geplant, dass wir uns hier treffen. Wenn ihr wisst, wo er steckt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, es mir zu verraten. Ich konnte ihn nicht erreichen. Schon seit dem Absturz nicht mehr. Aber es ist wohl besser, jetzt nicht darüber nachzudenken. Die Waffenkammer des Außenpostens ist im Moment völlig ungeschützt. Jeder kann dort rein. Wir müssen sie abriegeln. Dann zeigt mir den Weg. Bin schon dabei. Ja. Riech mein Arsch. Riech mein Arsch. Nee, danke. Nach da drüben. Dahin. Ruslakai, kämpf mal. So schnell stirbt niemand. Sag mal. Ernsthaft? Hat der mich anvisiert? Ja. Ich dachte, der wäre noch ein Zierer. Hab ich gemerkt, dass du das dachtest. Links oder rechts? Warte mal, hab ich was bekommen? Nee, ich hab nichts bekommen von dem Loot. Ich muss da lang.
Das ist gut. Oh, das hier ist noch besser. Ich weiß nicht, warum ich bei dir nicht mehr mit eintreten kann. Weil du das schon hast. Ja, aber ich dachte, du bist Gruppenführer. Ja, aber du hast es ja schon erledigt. Naja, warte ich hier wieder. Kämpfe sind doch einfach hier. Nimm mich nie weg. Oder einfriert. Wirklich den Weg frei gemacht. Das ist gut. Aber auch schlecht. Mit jeder seiner Marionetten, die getötet wird, wird Vichiet ein bisschen stärker. Nicht so sehr, wie wenn sie selbst töten, aber trotzdem, behauptet zumindest Ministerin Veniko. Wir müssen sie also aufhalten, ohne sie zu töten. Oder wir zerstören Vichiet. Nicht, dass jemand wüsste, wie wir das anstellen sollen. Agent, wir haben Gesellschaft. Fast geschafft. Meisterin Zoro, die Kommandantin des sechsten Prinzips. Diese hier gefällt mir bis hier am besten. Sogar jetzt kämpft sie noch. Und was hat sie nicht für schreckliche Dinge im Namen der Republik getan? Was immer auch notwendig ist, ich werde dafür sorgen, dass ihr nie wieder jemandem Leid zufügt. Diese Leidenschaft. Aber gerade ihr solltet doch am besten wissen, dass ihr der Sache nicht gewachsen seid. Ihr könnt mich nicht töten. Wenn diese Welt in rotem Nebel versinkt und ihr an Strömen aus Blut erstickt, werdet ihr daran denken, dass ihr jetzt die Chance hattet zu fliehen. Eine Chance, die ich euch gab. Ja. Es gibt keine Überlegungen, nur Pflicht. Wir verschwenden hier nur Zeit. Die Waffenkammer ist sicher. Ihr geht vor, ich bleibe dicht hinter euch. Das? Die Aufklärungsscanner. Na lang. Hä? Wo musst du jetzt hin? Warte mal.
okay. Nein, das war zu weit. Alter, ich muss erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen. Keine Sorge. Wer hat dich gerade angegriffen? Nee. Doch. Ach so. Wird hier was angezeigt auf der Map zur GSI-Orbitalstation? Die besessenen Darko der Rächer. Das ist meins. Darko der Rächer. Ich sehe ja deine Quests auch mehr oder weniger. Wo ist hier oben die große Kanone? Ladisch fehlen nur noch zwei und die sind irgendwo in die Richtung. Also muss ich hier unten lang. Na ja, komm. Auf einfach weiter. Oh, ich muss ja erstmal hier nur scannen. Ich weiß gar nicht, wo es danach hingeht. Ich hab die doch gescannt. Von 5.
jetzt muss ich nicht da, ich muss hier oben. Im Notfall haben Zivilisten die Erlaubnis, ruhig und geordnet nach einem geeigneten Fluchtweg zu suchen. Gegen den Jedi? Nee. Nee. Ich auch nicht. So schnell stirbt niemand. Ich kann es bestätigen. Die Verteidigung ist ausgeschaltet. Mit diesen Waffen und der Waffenkammer haben sie jetzt jede Menge Durchschlagskraft eingebüßt. Ich sollte auch Evakuierungsmaßnahmen einleiten können. Je weniger potenzielle Ziele es auf Siost gibt, desto besser. Ich hoffe, ihr hattet nicht allzu viel Spaß ohne mich. Definiert Spaß. Ich dachte, es wäre angebracht, meine Rolle bei dieser Sache offen zu legen. Also habe ich das getan. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Natürlich. Es erspart uns die Mühe, uns für ein Bündnis vor jemanden zu verstellen, dem wir vertrauen können. Ihr seht ziemlich mitgenommen aus, Theron. Ja, wem sagt ihr das? So wie es da draußen aussieht, kann ich kaum fassen, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe. Die Marionetten des Imperators haben sich direkt nach meinem Absturz auf meine Fähre gestürzt. Einfach so. Wahrscheinlich waren sie auf ein paar leichte Opfer aus. Ich tat das Einzige, was mir einfiel. Ich programmierte das Schiff auf Überladung, um alles darin und darum zu braten. Ich versuchte, mich selbst zu schützen. Die Hälfte meiner Implantate ist dabei aber trotzdem draufgegangen. Und das hat den Angriff aufgehalten? Hat sie ausgeschaltet, ja. Ein paar sind wieder aufgestanden, schienen aber verwirrt. Nicht besessen, eher benommen. Eindringlinge, Bischiels Marionetten. Ich habe da so eine Ahnung. Seid auf alles gefasst. Das war ein Albtraum. Was? Was war das? Irgendein feiger Jedi-Geistestrick? Geht und versucht, euch in Sicherheit zu bringen. Jetzt wissen wir es also. Wenn man sie bewusstlos macht, wird das Band gelöst. Zumindest vorübergehend. Wenn man ein paar von ihnen stark genug trifft, sollten sie eine ganze Weile ausgeschaltet sein. Ja, aber wie stellen wir das an? Ich habe da ein paar Ideen. Ich muss mir die kommunale Infrastruktur von Neu-Adasta ansehen. Braucht ihr dabei Hilfe? Etwas Unterstützung?
Nein, ich melde mich dann. Kovac ist großartig. Ich wollte lediglich Augen und Ohren im Sith-Geheimdienst haben und er hat sich direkt neben Lana in Position gebracht. Lana Beniko, Sith-Geheimdienstministerin. Wer hätte das gedacht? Als ich sie auf Manaan kennenlernte, steckte sie bis über beide Ohren in Schwierigkeiten. Zumindest schien es so. Sie mag ein Feind der Republik sein, aber wir wissen beide, dass sie an unserer Seite gegen den Imperator kämpfen wird. Das hoffe ich sehr, aber wer bin ich schon, mir ein Urteil anmaßen zu wollen? Ich hätte mein Team niemals hierher schicken dürfen. Ich habe eine üble Situation noch schlimmer gemacht und jetzt? Und jetzt empfangen wir ein wichtiges Holo-Gespräch. Großartig. Ihr wart ziemlich beschäftigt, Agent Shan. Kanzlerin. Eine inoffizielle Mission nach Siost. Ein geheimes Jedi-Einsatzteam. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich beginnen soll. Alles geschah so schnell. Ihr versteht nicht... Doch, ich verstehe sehr wohl. Ich verstehe, dass ihr es unterlassen habt, mich darüber in Kenntnis zu setzen, was für eine ausgezeichnete Gelegenheit sich eröffnet hat, das Imperium zu vernichten und den Imperator im direkten Kampf zu stellen. Wir werden das Chaos auf Siost zu unserem Vorteil nutzen und beginnen mit Neu-Adasta. Ich erwarte eure Kooperation. Moment, bitte, bevor ihr den Befehl sendet... Ihr scheint es nicht zu verstehen, Agent Shan. Es gibt keine Diskussion darüber. Unsere Schiffe sind im Orbit. Die Invasion hat bereits begonnen. Söhchen. Na ja, ich mein Arsch. So, ich muss darüber. Sicher? Da kommst du doch nicht lang. Oh, ich muss auf die andere Seite. Du musst auch mal wieder ganz außen rum. Nein, ich hab das falsch getan. Und hier, danke fürs Ablenken. Bedank dich bei Kira. Ach, ist deine Alte wieder so doof und greift jeden an? Ja. Ah, okay. Typisch deine Kira halt. So schnell stirbt niemand. Das da. Dämpfer. Ey, das sind aber Nebenquests, oder? Was? Wo schaust du jetzt hin? Ich guck grad deine Quests auf der Map an. Die wird dir immer als Nebenquest angezeigt. Ist aber Hauptquest oder wie? Bei mir ist die lila. Zum Beispiel sind bei mir deine lila dann auch Nebenquests. Ah, okay. Das ist ganz normal. Da muss man erstmal dahinter kommen. Hey, jetzt muss ich hier wieder ran? Ja, was ist denn das für eine Logik? Nicht hinterfragen. Bum, 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 bum.
Albtraum. Ich hoffe nur, dass du jetzt da landest, wo ich bin. Ah, bist tatsächlich hier. Infiltriere Neu-Adasta. Neu-Adasta wimmelt von Sarechs Truppen. Einige von ihnen sind besessen. Es ist ein einziges Chaos. Sprecht ihr jetzt über ihre Entscheidungen oder eure? Verlieren wir das Ziel nicht aus den Augen. Egal wie schlimm die Lage noch wird. Wir müssen Vishiels Plan vereiteln. Von 25 Bonus. Ja gut, Bonus brauche ich nicht wirklich. Infiltriere, das ist halt. Ja. Noch ein Bonus. Nee, warte mal, ich muss da lang. Hier ist Lana. Agent Kovac ist verwundet. Oder schlimmer. Ich habe nichts mehr von ihm gehört und kann ihn nicht orten. Ich dachte, ihr würdet gerne wissen, dass Theron am Leben ist. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Agent Kovacs letzte Meldung hatte mit einem Plan zu tun, für den er das Energienetz der Stadt brauchte. Ich zeige euch, wo er vielleicht sein könnte. Bonusquest wird für Bede gezählt. Was ist das für ein Himmel? Eine Steindecke. Hier will ich nicht leben. Das ist eine Höhle. Okay, meine Butze ist ohne Höhle, aber nö, hier will ich nicht leben. Jetzt wird das. Warum wird das jetzt für uns doppelt, also gewertet? Wenn du welche tötest, kriege ich die auch irgendwie Bonus rein. Aber anders, beim letzten Mal geht überhaupt nicht. Muss man das verstehen? Wo bist du jetzt hin? Ja, beim Eingang, da wo ich hin muss. Soll ich hier warten? Okay. Ja, aber das glaube ich, das ist auch für mich grün. Das können wir wieder gemeinsam ran. Wenn mich die Typs sich hier mal in Ruhe lassen würden. Ich bin durchgerannt. Ich schick dir mal Kira. Aber sie will nicht. Sie hat sich's anders überlegt. Jetzt rennt sie weiter. Ich glaube, meine Kira kommt dir gerade zur Hilfe. Während ich hier sitze. Geil. Und jetzt ist sie wieder bei mir. Hä? Du bist außer Reichweite. Wo bist du gerade eigentlich? Gegenüber von dir. Warum dort? Du kommst nicht dort unten lang. Du bist außen rum. Ja, ich bin gerade dabei, außen rum zu gehen. Und schon wieder. Gut, das war ewig. Dann mache ich eine ganz kurze Pause, während du kämpfst. Bis gleich. Rockstar, dance until I drop, my love is a fire.